Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Heute begrüße ich ganz herzlich alle im Sternzeichen Waage Geborenen. Wir wollen gemeinsam in die dritte Kalenderwoche des Jahres schauen, was ich euch so erzählen darf, welche Impulse ich euch geben darf. Und als allererstes möchte ich eine Karte aus dem Seelenreich-Orakel ziehen. Ich möchte wissen, was euer Herz so benötigt, was eure Seele so benötigt und was euch gut tun würde. Und dann legen wir gleich los. Für meine lieben Waage-Zuschauer, für die nächste Woche, was würde Ihnen gut tun? Welche Bedürfnisse hat Ihr Herz und Ihre Seele? Sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin des Lichts in dir. Das finde ich immer eine sehr, sehr tolle Karte. Ich glaube, ihr Waagemenschen seid ja immer so ausgeglichen, sagt man zumindest. Meine Tochter ist auch Waage. Kann ich wirklich davon sprechen, dass sie ausgeglichen ist. Aber in der nächsten Woche möchte euch das Universum sagen, dass es auch mal Zeit ist, ja, ein Stück weit Dinge anzugehen, wovor ihr euch vielleicht vorher etwas, ja, ich möchte nicht sagen gefürchtet, aber gescheut habt, auch mal etwas durchzusetzen, was euch am Herzen liegt, auch mal für andere etwas durchzusetzen, mal den Mut zu haben, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit mitbekommt, dass eine Kollegin nicht korrekt behandelt wird, dass da irgendwie gelästert wird oder etwas dann einfach zu sagen, hey, hört auf, das ist nicht okay, weil eine Kriegerin oder ein Krieger des Lichts setzt sich ja für das Gute und für das Licht ein. Und diese Karte fordert euch auf, euch einmal umzuschauen, wo ihr vielleicht im Kleinen Licht ins Dunkle bringen könnt, jemand unterstützen, mal jemand zur Seite zu stehen. Das sind so die Impulse, die euch diese Karte geben möchte. Nächste Woche mal auf euer Umfeld zu schauen und ja, die Kriegerinnen euch erwecken und auch mal in den Kampfmodus für andere gehen. Jetzt hätte ich gerne noch eine Karte aus dem Mondorakel, was ich da euch noch mitteilen darf, bevor wir mit den Lenormand-Karten dann weitermachen. Eine Karte für meine lieben Waage-Zuschauer für die dritte Kalenderwoche 2023. Das sind, die sind noch ganz neu, die Karten, und sind noch so richtig glatt und die springen noch nicht so und wenn dann immer gebündelt. Wollen noch nicht loslassen, ihre Kollegen. So, eine Karte hätte ich jetzt gerne. Bitte schön. Dann schauen wir mal. Ein Problem löst sich auf. Na, das ist doch schon mal eine schöne Botschaft, dass ein Problem, das ihr habt, sich in der nächsten Woche auflösen wird. Und vielleicht bekommen wir mit den Lenormand-Karten sogar einen Tipp, um was für ein Problem es sich handeln könnte. Schauen wir mal rein. Ich hätte gerne drei Karten für meine Waagegeborenen. Für die nächste Woche, was darf ich erzählen, was ist nächste Woche so los, worauf sollen Sie achten, was wird Ihnen Schönes begegnen, was sollten Sie vielleicht auch mal zurücklassen. Da ist Energie dahinter heute. Eine Karte bitte noch. Dankeschön. Oh, das sind sogar zwei, aber die Wolken, dann schauen wir mal rein. Okay. Passt sehr schön zu dem Thema, ein Problem löst sich auf, ihr seid gefallen. Wenn ihr als Mann zuschaut, seht die Karte bitte, seht in der Karte bitte den Herrn und nicht die Dame. Ihr seid gefallen und ihr grübelt
über eure Zukunft nach. Ihr habt im Moment ein bisschen Zukunftssorgen und Zukunftsängste, habt euch aus diesem Grund etwas in euch zurückgezogen, seid in den Rückzug gegangen und fühlt euch dadurch auch blockiert. Also wenn ihr in die kommenden Wochen für euch selber schaut, sind da einige Unklarheiten, einige Ängste in euch, die euch tatsächlich dazu geführt habt, euch etwas zurückzuziehen, etwas einzukästeln, nicht mehr so rauszugehen. Ich kann euch nur empfehlen, den Rückzug, den Turm, den sehe ich auch immer gerne mal im Gedankenspiel. Geht die Treppen dieses Leuchtturms mal nach oben und schaut von der Plattform oben mal auf die ganze Sache herunter, und zwar objektiv, und welche Möglichkeiten ihr dann noch seht. Weil oftmals ist es so, wenn man versucht, einen anderen Blickwinkel zu bekommen, ploppen plötzlich Ideen auf oder Lösungen auf, die man vorher gar nicht gesehen hat. Jetzt möchte ich da aber mal tiefer mit Klärungskarten reingehen. Auf jeden Fall sehe ich, dass ihr etwas verunsichert seid, was eure Zukunft angeht. Und vielleicht darf ich noch erzählen, um welchen Bereich es sich dreht. Ich hätte gerne Klärungskarten zu der Wahrsagekugel und zu dem Turm. Zwei Klärungskarten bitte. Eine noch zu dem Rückzug, zu dem Turm. Gut. Ja. Also es geht definitiv um einen geplanten Neuanfang. Ich kann jetzt leider nicht aus diesen Karten ersehen, ob es ein beruflicher Neuanfang sein soll, den ihr eventuell geplant habt, der euch Bauchkrummeln macht, der vielleicht nicht so vorangeht, wie ihr es euch erhofft habt, weil der Turm ja auch für einen Stillstand steht. Der Berg bedeutet ja auch, dass man nicht schnurstracks drauf loslaufen kann, sondern entweder außenrum oder oben drüber. Also ein Neubeginn in eurem Kopf macht euch ganz schöne Sorgen. Und nebendran habe ich auch das Portal. Das Portal heißt ja, eine Türe öffnen, in einen neuen Raum gehen. Also geht es tatsächlich, es sind beide Klärungskarten eigentlich mit der gleichen Bedeutung, das Kind für einen Neuanfang und das Portal in einen anderen Raum gehen, etwas anderes beginnen, weisen beide darauf hin, dass es sich eben um so ein Thema handelt, in dem ihr nicht so ganz wisst, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Jetzt möchte ich mal weiterschauen. Ich hätte gerne drei Karten zur allgemeinen Energie. Aber vielleicht hilft es euch wirklich mal, sehr schöne Karte, hilft es euch wirklich mal, den Leuchtturm empor zu klimmen und von oben runter zu schauen und abzuschätzen, wie kommt ihr denn um diesen Berg am schnellsten rum oder oben drüber? Keinen ganzen Stapel. Ich hätte gerne noch zwei Karten. Zwei Karten für die allgemeinen Energien für meine lieben Waagegeborenen. Eine noch. Eine Karte noch. Aber der Berg ist ja kein Ende, sondern der Berg ist einfach, dass es vielleicht etwas länger dauert, als ihr euch das erhofft habt. Von daher ist das jetzt keine
schlimme Energie oder schlechte Karte. Eine Karte hätte ich jetzt aber gerne noch für die allgemeinen Energien für nächste Woche. So, dann schauen wir mal rein. Ja. Sehr schöne Karte, die Engelsflügel sind gefallen, was bedeutet, dass ihr beschützt und geführt seid aus der geistigen Welt. Solltet, nebendran liegt der Tee, euch tatsächlich einfach noch etwas Zeit lassen, nichts überstürzen. Die Teekanne bedeutet immer so viel wie abwarten und Tee trinken, nochmal drüber schlafen, eure Pläne einfach nochmal genauer anzuschauen, und dann wird dieses Bauchgrummeln, diese Angst sicherlich sich auch in Luft auflösen. Denn die Krone ist gefallen und die Krone bedeutet so viel wie sich eine Krone aufsetzen, also Erfolg haben. Ja? Ein König hat ja nicht nur Macht, sondern ja, er stellt ja auch etwas dar, er ist ja eine Persönlichkeit. Und von daher sagen euch die Karten, alles wird gut, die Engelsflügel sind gefallen, es ist auf jeden Fall behütet und geschützt von oben. Lasst euch noch ein bisschen Zeit, überdenkt das Ganze nochmal. Ihr werdet schon wissen, was damit gemeint ist, und ihr werdet das aber zum Erfolg führen. Und von daher finde ich, sind das auch sehr, sehr schöne Energien, die ich habe euch heute mitteilen dürfen. Ich möchte gerne noch mal zu der Krone eine Klärungskarte haben, ob es sich dabei eventuell um euren König, eure Königin handelt, ob da noch ein Herzmensch eine Rolle spielt oder ob das tatsächlich... Nein, es ist euer Erfolg. Also bei der Krone handelt es sich tatsächlich um euren Erfolg, denn die Treppen sind gefallen. Die Treppen bedeuten immer ein höheres Level erreichen, eine nächste Stufe erreichen. Und in dem Fall steht euer Neuanfang, den ihr geplant habt, in welchem Bereich auch immer, ob es in der Partnerschaft ist, im Beruflichen, ein Umzug vielleicht, etwas, was euch zwar noch etwas Sorge bereitet, aber ihr dürft euch freuen, denn ihr werdet euer Ziel erreichen und ihr werdet aufs nächste Level aufsteigen, und die Engel sind bei euch und führen und beschützen euch. Also von daher für euch, liebe Waagegeborenen, für die nächste Woche sehr, sehr schöne Karten. Denkt immer dran, wenn euch jemand Steine in den Weg legt, hebt sie auf und baut etwas Schönes damit, werft sie ihm nicht an den Kopf. Das kommt meistens zurück, und von daher wünsche ich euch eine sehr, sehr schöne, geführte Woche. Werft eure Gedanken über Bord, ihr werdet eine Lösung finden, ihr werdet wissen, was gut und was richtig ist. Wenn euch meine Legung gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen hoch von euch freuen. Und falls ihr nicht genug von mir bekommt, drückt die Abo-Glocke, abonniert meinen Kanal absolut kostenfrei, und dann sehen wir uns bald wieder, und darauf freue ich mich sehr. Tschüss.